Herzlich willkommen bei EMP TV. Natürlich ist es mega geil, die ein oder andere echte Metallwaffe im Schrank zu haben, aber warum es Sinn macht, auch die ein oder andere Plastikwaffe dabei zu haben, erkläre ich euch heute. Ab dafür! Als wir euch neulich den Walking Dead PVC Baseballschläger vorgestellt haben, gab es viele verständliche Kommentare unter dem Video, wie zum Beispiel den hier. Der gute Olli sagt, da kaufe ich mir lieber einen normalen Baseballschläger und wickel Stacheldraht drum. Den kann ich dann notfalls auch benutzen. Lieber Olli, diese Folge ist für dich und für alle anderen, die das noch nicht verstanden haben. Auf der einen Seite verstehe ich das Ganze natürlich. Es ist richtig cool, eine echte Metallwaffe im Schrank zu haben. Aber es macht auch absolut Sinn, eine Plastikwaffe zu wählen. Warum? Naja, wenn ihr zu einer Convention gehen wollt und mit einem solchen Samurai-Schwert ankommt, sind die Chancen schlecht, dass euch der Reinlasser wirklich durchlässt. Kommt ihr aber hingegen mit einem Plastik-Baseballschläger aus Plastikstacheldraht, dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Ihr seht also, wenn ihr euch die Waffe ins Regal stellen wollt oder in die Vitrine und damit vor euren Freunden angeben wollt, dann macht es absolut Sinn, eine echte Metallwaffe zu nehmen. Wenn ihr aber damit unterwegs sein wollt, auf Conventions oder auf öffentlichen Veranstaltungen, dann solltet ihr auf jeden Fall die Plastikvariante nehmen, denn damit könnt ihr keinen verletzen und ihr werdet auf jeden Fall reingelassen. Und wo wir gerade von Plastikwaffen sprechen, dieses Schätzchen kam gestern mit der Post. Das ist die original nachgebaute Messerhand von Merle aus The Walking Dead. Die Klinge besteht aus Plastik und ist deswegen absolut conventiontauglich. Das heißt aber nicht, dass ihr komplett auf Metall verzichten müsst. Diese Lederimitatriemen zum Beispiel besitzen echte Metallösen, die dem Ganzen den letzten Schliff verleihen. Das Gehäuse ist schon ab Werk abgewetzt und passt perfekt in jede Zombie-Apokalypse. Das Design ist dem der Serie sehr genau nachempfunden, außer dass es natürlich nicht aus Metall ist, was aber auch ein Vorteil ist, denn es ist relativ leicht und ich könnte mir vorstellen, damit den ganzen Tag über die Convention zu rennen. Im Gegensatz zu den EMP-Metallwaffen ist diese schon ab 14 erhältlich und nicht erst ab 18, sieht aber mindestens genauso authentisch aus. So, das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dazugelernt. Wenn ihr Bock habt, auf die nächste Convention zu gehen, dann schaut vorher unter emp.de vorbei und deckt euch ein. Hier geht's zu unserem Kanal, könnt ihr ein Like oder ein Abo dalassen. Und hier geht's zu unserem letzten Video. Ich bin der Matt von...